Und wir gehen mal dahin, wo wir den Schmied hier eigentlich bekommen hätten. Weil das hier eigentlich alles noch Tutorial-Gebiet, nur ich habe jetzt Mist gebraucht gehabt. So. Büsche können dich verbergen. So. Wenn du dich in einem in ihnen befindest, drücke L, um dich zu ducken und zu verstecken. Nutze sie, um dich an den Gegner heranzuschleichen. Na, ich bin, glaube ich, hier eher sogar hau drauf. Ich habe jetzt ein bisschen Schaden bekommen. Out! Jetzt habe ich keine Ausdauer. Ja, die Info da mit dem Ding. Out. So, erster Sneaker. Wieso? Den da anvisiert. Jetzt werde ich auch noch von Bienen angegriffen. Okay, jetzt wirklich noch mal was essen. Und hier noch mal alles reparieren. Und hier den Text. Den lesen wir noch. Noch ein Fehlschlag. Der Seelenkessel wurde während des Tests zerstört. Die Ratte, die ich benutzte, wurde von den Flammen verkohlt. Ein heller Blitz, dann war alles weg. Zum Glück war ich nur vorübergehend geblendet. Ich habe mir ein neues Subjekt verschafft. Wieder eine Ratte. Igni. Hoffentlich bahnt sie uns den Weg zur Erlösung. Weitere Rückschläge kann ich nicht akzeptieren. Ich werde dafür sorgen, dass das Seelenkessel hält. Als ob mein Leben davon abhinge. Und das tut es wohl auch. Balthasar. Ah, ich freue mich, wenn wir den endlich mal treffen. Dann haben wir noch eine Person, die die ganze Zeit uns ruft und so. Oi! Alles mitnehmen. Tür öffnen. Heureka! Bei den Erbauern. Ich habe es geschafft. Equilibrium. Das Subjekt verwest nicht. Unberührt vom unerbittlichen Fluss der Zeit. Die Seele einer Flamme in einem sterblichen Körper. Igni ist der Beweis. Wir können überleben. Wir können das schaffen. Diese Seelenkessel werden unsere einzige Chance gegen das Miasma sein. Wir haben keine andere Wahl. Balthasar. Der Seite gab es jetzt, glaube ich, aber gar nichts, oder? Keine Truhe oder sowas? Nix. Okay. Nach welchem Plan ich Gothic oder Enshrouded streame? Gothic wollte ich eigentlich immer mittwochs jetzt machen. Weil Donnerstag spiele ich ja dann mit Neve zusammen 7 Days im Stream. Enshrouded dann immer so eher spontan. Das wird jetzt auch nichts sein, was regelmäßige Folgen haben wird, wenn ich das nicht habe. So. Was war hier? Wenn du dich ausruhen kannst, kannst du deine Karte mit nicht zugewiesen öffnen, um mit Hilfe der Schnellreise nach Hause zurückzukehren. Rufe die Karte auf und wähle dein Zuhause aus. Also was Enshrouded angeht, kann es auch sein, dass ich hier... Da waren Knochen, okay. Da, kann es auch mal vorkommen, dass ich dann irgendwie mal an einem Montag sage, hier, boah, ich habe Bock zu streamen, so Enshrouded zu zocken. Kann auch mal... Also das wird dann eher so spontan sein. So, ich habe keine Dietrich hier. Liegt hier vielleicht irgendwo ein Dietrich rum? Komm, wir lesen das. Wage dich hinaus. Es ist vollbracht. Der Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Der Erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funken in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit entschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter heben. Balthasar. Und hier hätten wir eigentlich den Schmied rausgenommen gehabt und damit den Zauberstab platzieren können. Aber ich war irgendwie so doof. Warte mal. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Ich will das andere Ding da
Das. So. Aber dann waren wir zumindest mal hier. Essen nochmal eine lila Beere. So, und dann gehen wir nochmal zurück, würde ich sagen. Gut, was ist denn das da hinten? Da war ich bisher noch gar nicht. Ich sag aber auch mal so, wenn wir uns die Map hier mal ansehen, ich war nie weiter als diesen Gebiet hier rausgegangen. Also klar, bis hierhin irgendwo noch ein bisschen und so. Aber auch noch nicht wirklich viel weiter. Oh, da ist schon Miasma. Achso. Autsch. So, gönnen wir uns Rippchen und Knochen. Also, bis hierhin bin ich noch nicht... Ah, das ist der Weg, der zum Turm führt. Was ist dahinter? Eine Kiste und noch mehr Zettel. Ich glaube, für hier bitte Stufe 3. Ich glaube, hier bin ich noch nicht. Autsch. Hier bin ich noch nicht so weit. Wir müssen auf jeden Fall unten rum, durchs Miasma auf jeden Fall. Erstmal. Und uns beim Schmied eine bessere Rüstung irgendwie organisieren. Also über die Brücke kommen wir jetzt eh nicht mehr zurück, deswegen müssen wir jetzt unten rum. Aber hier können wir eben kochen. So. Ah, ich liebe das Kochen, auch wenn es einzeln ist, aber ich liebe es hier. Es sieht einfach auch hübsch aus. Mal hier so am Lagerfeuer sitzt, sein Essen am Spieß. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht draufhauen. So. Das mit dem Draufhauen ist auch irgendwie so eine Sache. Ich drücke immer das Falsche. Müsste aber mir auch einen Plan machen, weil wir ja hier zwei Schnellleisten unten haben. Zwei verschiedene. Vielleicht mal eins für Kämpfe und so weiter irgendwie fertig mache. Und dass ich auch mich auch schnell heilen kann. Das andere nur rein zum Bauen und Abbauen. So, ich finde aber, das sieht echt schön aus. Wenn man hier so am Kochen ist. So, letzter Pilz. Und dann die Rippchen. Ich glaube, die haben auch unterschiedliche Zeiten, wie lange die brauchen, um durch zu sein.
Kann ich die? Nein. So geht's aus. Und noch ein Brief. Es werden spektakuläre Fortschritte erzielt. An alle, die ihre Augen auf mein wunderbares... Nein, lasst mich noch einmal beginnen. An alle Reisenden. Meine Großartigkeit hat dieses Gebiet erobert. Nein, ich fürchte, dass es das auch nicht. Die Brücke ist fast fertig und ich finde verdammt nochmal keine Worte, um meine Freude auszudrücken. Was für ein Glück, dass eine Mine, die uns so nahe ist, solche Reichtümer an Erz liefert. Aber eines ist sicher, ich werde diese Brücke nach meiner lieben verstorbenen Tante 5. Grades Braylon nennen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie sich geschmeichelt fühlen würde, wäre sie noch am Leben. Denn sie und die Brücke haben nicht nur den gleichen Namen, sondern auch dieselbe raue Natur. Gezeichnet Kate Hawthorne. So, ach komm, wir legen uns jetzt mal schlafen. Und dann gehen wir hier mal runter. Es bleibt ja eh keine Wahl, als durchs Miasma zu gehen. Um wieder zurückzukommen, denn oben über die Brücke wird das schwierig. So. Siegerring des alten Wächters. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch wieder mit. Warte mal. Nee, das gibt kein Holz. Wir brauchen Miasma-Holz, fällt mir gerade so. Was war das? Ach, Stein. So, Geistermagierstab bei Alchemist. So, dann nehmen wir das da auch nochmal mit. Ich find's krass, wie schnell die... Obwohl, warte mal. Ich glaube, die sind nur im Miasma schnell, kann das sein? Wenn man sich hier befindet. Wenn die aus dem Miasma raus sind, sind die langsam. Wo kommst du denn jetzt her? Kann ich dein Schwert haben? So. Hi, Strapse, alles klar? Wie geht's dir? So, dann haben wir hier noch einen Baum. Wie geht's dir so, mein Lieber? Ja, mir geht's auch soweit ganz gut. Ist ja jetzt hier ein Live-Let's Play von dem hier. Also habe ich auch die Sound-Alerts mal deaktiviert, weil... Wenn das ja auch auf YouTube hochkommt, hochgeladen wird, wäre ein bisschen doof, dann wenn die ganzen Sounds dann hier sehr laut auch noch dann auf YouTube auch noch hören. Deswegen. Aber wenn ich dann wieder Gothic oder mit Neve hier zusammen 7 Days spiele oder auch mal wieder mit der Truppe da. Dingens hier, Raft im Stream. Sind die dann natürlich wieder aktiviert. Aber in einem Live-Let's Play habe ich die mal deaktiviert. Und ich habe hier den Fehler gemacht gehabt, so, ich habe ja extra hierfür, also für YouTube, weil das ja ein Live-Let's Play ist, einen neuen Charakter erstellt. Habe total vercheckt, auch eine neue Map zu erstellen. Deswegen ist das eher noch die alte Map, die ich in
die ich offline gemacht hatte. Aber ein neuer Charakter. Aber ist nicht so schlimm, dann kann man das alles andere noch irgendwie im Nachhinein oder so noch mal ein bisschen genauer machen. Wir werden ja eh nicht hier bleiben, wenn wir umziehen. Wir werden ja früher oder später so oder so umziehen. Aber das ist die Hütte, die ich gebaut hatte. Mit einem kleinen Fehler hier. Warum auch immer da der Fehler passiert ist. Ja. Obwohl, ich habe hier nur den so ein bisschen raushängenden Zopf. Ist ja jetzt noch nicht so ein Dings da. So, aber ich will jetzt mal endlich den Gleiter aufbauen. Was brauche ich dafür? Zweimal Garn. So, dann haben wir den Gleiter jetzt auch endlich mal. So, den rüste ich mal aus. Wo ist der Gleiter? Ich sehe den gerade nicht, da unten. Das wird. Ja, das stimmt. Das wird dann noch. Was ist das? Erdwegblock. Okay. Warte mal. Wollte ich hier noch was ändern? Genau. Hier soll ja das Bauding sein. Das Baumenü. Hier unten. Und Abbau. Und hier oben quasi Angriff und Regenerierungszeugs. Gewillter roter Pilz. Ich tausche die hier mal. Den benutze ich mal eben. So. Mit der Flamme kommunizieren. Was kann ich da machen? Altar aufwerten. Eine Miasma-Seele fehlt mir. Stärke die Flammen. Da fehlt mir Harz, Miasma-Flüssigkeit, Funken und Tierfell. Hoppala. Aber ja, das ist bisher meine Hütte. Hier, da soll quasi der Wohnbereich sein, Wohnzimmer, so eine Art. Hier dann die Küche, kann man sagen. Hier vielleicht, keine Ahnung was. Hier auch noch Treppenhaus, kann man sagen, aber ich weiß noch nicht. Dann hier einen kleinen Lagerraum. Mit jede Menge Zeugs. Warte mal, jetzt habe ich glaube ich Mist gebaut. So sollte das jetzt nicht sein. Kann ich das sortieren? Ja. Wachs haben wir. Die Pfeile bleiben auf jeden Fall bei mir. Ich wollte das jetzt nicht so umlagern. Also ich wollte nicht alles da rüberpacken, sondern nur bestimmte Sachen. Was habe ich hier sonst noch weggetan? Ja, lassen wir so. Warum habe ich eigentlich 3000 Holzblöcke und 1000 Steinblöcke? Keine Ahnung. Naja, und das hier ist das Schlafzimmer. Mal gucken, wie ich das hier dann gestalten werde. Wofür jetzt das Fragezeichen? Ich stehe jetzt gerade nicht. Komm gerade nicht mit. Auf was ist das bezogen? Ach so, warum liegt da Stroh rum? Jetzt habe ich die vorherige Nachricht. Meinst du das hier? Möchtest du darauf wirklich eine Antwort?
So, ich brauche eigentlich einen Bogen. Beziehungsweise, warte, kann man hier? Bogen. Äste und Garn. Ich glaube, Äste habe ich oben und Garn auch. Ich brauche mehr Lagertruhen hier. Habe ich hier Äste? Ich habe auch Pflanzenfasern. Wie so viele Pflanzenfasern. Upsi. Ach so, weil ich so viel gefragt habe, warum ich so viel davon habe. Okay. Ja, ergibt Sinn. Hast du recht. So, mach ich mal drei. Dann haben wir erst. Ich habe nur einen Wagen gebraucht. Okay. Können jede Menge Holzpfeile machen. So, dann Rucksack. Wo haben wir den Bogen hingetan? Da. Ich würde das mal hier so hinpacken. Ich glaube, Wasser nutzen wir nicht so viel. Ne? Und den Rest dann wieder oben einlagern. Ich muss hier auch Quests machen. Das auf jeden Fall. Ich habe noch nicht so viele gemacht. So, warte mal. Okay, das funzt so nicht, wie ich das geplant hatte. Aber es gibt hier Quests auf jeden Fall. Einiges. Und der Schmied, der draußen steht, der hat auch Quests für uns parat. So. Ich kann alle möglichen hilfreichen Dinge für dich schmieden, aber nicht unter freiem Himmel. So. Oswald Anders, der Schmied. Herstellung der ersten Ausrüstung. Du hast lange genug gebraucht, um mich zu finden. Sieh dich an. Schwach und mickrig. Und man nennt dich Flammenblut? Du brauchst eine ordentliche Waffe. Gut, dass du mich zuerst geweckt hast. Ein Derbschwert oder eine Stachelkeule herzustellen wäre ein guter Anfang. Und gut ausgeruht. Selbst mit neuer Ausrüstung sollst du dich da draußen nicht sicher fühlen. Ruhe dich aus und iss etwas Gutes, bevor du dich auf den Weg machst. Ein Feuer, ein Dach über dem Kopf und etwas Fleisch im Magen bereiten dich auf alles vor. So. Genau, hier Schmiede, Kohle, Brennofen. Nägel, Dietrich, wenn wir machen, Fellrüstung. Boah, ich würde vielleicht auf das hier eigentlich sofort gehen, oder? Wie spät ist denn schon? Es ist erst 19 Uhr. Und jetzt schon langsam Bett fertig? Oh, mein Beileid, dass du Frühschicht hast. Tut mir echt leid. Aber naja, manchmal. Ja, man kann sich nicht immer aussuchen, wo man arbeitet, hä? Nicht immer. Wo die wird hier eigentlich mal? Man könnte eigentlich schon anfangen, hier so eine Art Dorf zu bauen, oder? Erste Hütte haben wir ja. Und der möchte ja auch irgendwie was haben. Eine Hütte. Ich gucke mal eben. Hoppala. Ja, kann man nachvollziehen. Okay, dann wünsche ich dir auf jeden Fall gleich. Ich weiß nicht, ob du noch ein bisschen im Lurk bleibst oder so oder direkt ins Bett gehst. Ich wünsche dir dann auf jeden Fall eine angenehmen Wochenstart. So. Könnten wir hier nicht einfach direkt anfangen, so eine Art Platz draus zu machen? Hier mit Steinboden. Gut, wie sieht der Steinboden hier aus? Uhr aufstehen. Oh. 3 Uhr, das ist sehr, sehr früh. Als ich mal in der Fertigung gearbeitet hatte, da hatte ich auch nur bis, also, wenn ich Frühschichten hatte, um 4 immer aufgestanden, aber 3, das ist sehr, sehr früh. So, was wollte ich jetzt machen?
Quest. Was haben wir für eine Quest? Der Schmied will eine Werkstatt, schmiede eine Waffe. Fangen wir damit an. So, herstellen. Einhändige Waffen. Holzscheite und Nägel. Ich guck mal, ob ich Holzscheite und Nägel habe. Holzscheite auf jeden Fall, aber Nägel weiß ich nicht. Holzscheite haben wir. Nehmen wir mal alles mit. Aber wir haben keine Nägel. Was brauchen wir für Nägel? Wir können ja bei ihm dort herstellen, ne? So. Zwei Nägel, okay, die kriegen wir hin. Und machen uns das Schwert. Für Fellrüstung, Stoffhetzen, Garn und Tierfell. Und hier mit Fellstoff. Kommen wir direkt darauf los. Die Rüstung. Dann brauchen wir die Fellrüstung, Lumpen nicht mehr. So, wir haben Fellfetzen, Tierfell. Ich nehme das mal komplett mit. Das nehmen wir auch mal komplett mit. Daraus können wir jetzt nur Garn machen. Und Stofffetzen haben wir da. Obwohl, wir müssten noch ein bisschen zur Not selber nochmal herstellen gehen. So, Garn brauchen wir. Hier sind alle Gegenstände aus deinem Rucksack und deiner Aktionsleiste aufgewertet, die aufgewertet werden können. Die Verbesserung eines Gegenstands schaltet neue Perks frei. Jeder Perk kostet Runen. Sammle Runen, indem du Waffen und andere Ausrüstung zerlegst. Ah, okay, hier kann ich verbessern. Okay, aber ich würde dann erstmal hier... So. Fangen wir erstmal mit der Hose hier an. Und den Schuh. Okay, jetzt ein Tierfell und ein Garn. Mach mal ein Garn. Ein Tierfell fehlt uns noch. Da sehe ich Tierfell. Hier geblieben Tierfell. Kriegen wir sogar zwei Tierfell. Dann ist unsere Rüstung gleich sogar schon fertig. So, der hat noch gefehlt. So, ausrüsten. Ausrüsten. Nein. Hat er unten. Und das packen wir mal hier hin. Und zerlegen den Boden. Da kriegen wir 7 von denen. Okay. Die kann man nur noch löschen. Nice. Jetzt sehen wir aus wie so ein Wikinger. Ein bisschen. So, Tagebuch. Säubere den Elixierbrunnen. Belohnung. Was ist denn das für eine Belohnung da? Der Schmied will eine Werkstatt. Hier kriegen nur 75 Erfahrungspunkte. Der hat doch hier eine Werkstatt, oder? Ah, ne, warte, der möchte eine andere Werkstatt, hä? Schmiede? Ich glaube, der möchte die Schmiede haben. Da fehlt uns jetzt Kohle, Metallschrott und Stein. Oh, wir können eine bessere, eine Schutzspitzhacke bauen. Okay. Und eine Schuttaxt.
Geschirr und Deko können wir bauen, auf jeden Fall bei ihm. Schmiede und Kohlebrennofen. Brennofen, Kohlebrennofen können wir machen. Schmiede wird schwieriger. Stein haben wir doch, oder? Stein müssen wir doch haben. Ja, haben wir sogar 25. So, den Rest packe ich wieder hier rein. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, Knochen brauchen wir auch gerade nicht. Würde ich erstmal so lassen. So, stelle ich ihm dann einmal einen Kohlebrennofen her. Wo ist vorne? Wo ist hinten? Ah, hier, da ist vorne. Okay. Ich würde den dann erstmal vielleicht hier hinsetzen wollen. Oder? Ne, das ist nicht vorne. Ne? Doch, da ist vorne. So, platzierte Gegenstände aus seinem Inventar hier, damit sie für die Produktionsstätte verfügbar sind. Hier kannst du den Produktionsprozess verfolgen. Die Produktionsstätte stellt das ausgewählte Rezept so lange her, bis keine Zutaten mehr übrig sind oder das Inventar der Produktionsstätte voll ist. Ah, okay. Hier kannst du zwischen den Rezepten wechseln, die du für diese Produktionsstätte freigeschaltet hast. Rezepte durchsuchen. Ich kann Kohle herstellen aus Holzscheiter und Erde. Okay, interessant. Würde ich trotzdem erstmal lassen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt Kohle will, brauche. Obwohl, warte mal, für seine Schmiede brauche ich Kohle. Okay, und Metallschrott. Und Stein, was ich nicht mehr habe. Hier liegt bestimmt irgendwo noch jede Menge Stein rum. So. Ach. Da war noch ein bisschen was unter der Erde versteckt. Okay. Alles mitnehmen. Das nehmen wir noch nicht mit. So, okay. Was brauchen wir jetzt nochmal für Kohle? Also 17 Holzscheiter und 3 Erde. Guck mal, ob wir 3 Erde haben. Ich trinke noch mal kurz was. Feuerstein. Miasmaholz. Holz. Wir haben 33 Holzscheiben. Und 4, hä? Ist doch alles da. Ah, warte mal. Ich muss das ja rüberpacken. Ich finde schön, dass das in Zeitangaben hat.
dann würde ich vielleicht mal runtergehen, bisschen kämpfen, gucken, was man da noch machen kann. Ich habe irgendwie... Warte mal. Wir haben die Fähigkeit noch nicht hier verteilt, ne? Gnadenloser Angriff könnten wir freischalten. Steinmetz. Holzfäller. Bleichangriff. Was macht der Löser? Du benötigst nur 3 statt 6 Sekunden, um einen Verbündeten wiederzubeleben. Wir haben noch hier noch. Ich würde gnadenloser Angriff jetzt mal machen. Dann Passparade. Lässt den Gegner bei Parierangriffen schneller betäubt werden. Parieren, wenn du mit einem Schild ausgerüstet bist. Drücke LB, um zu blocken. Ein gut getimter Block pariert den Angriff. Ich finde aber auch die vierohrigen Hasen irgendwie süß. So, ich gehe aber schon mal runter. Ich will ein bisschen kämpfen. Mal gucken, was wir hier finden. Ein bisschen auf jeden Fall. Ah, das ist jemand. Ne, doch nicht. Der sah kurz aus wie jemand, den man angreifen könnte. Ich guck mal, wie weit wir hier eigentlich rumlaufen können. Wir sind ja noch Stufe 2. Was haben wir denn da? Oh, hier wird's rot. Das Miasma. Da ist dann zu gefährlich. Da können wir noch nicht hin. Da werden wir sofort drauf gehen. Aber hier können wir noch hin. Hier ist ja noch blau. Standort oben. Stufe 3. Jo! Bisschen zu viele hier. Und Stufe 3 auch noch. Ich glaube, das werde ich nicht überstehen hier. Hier sind tatsächlich mehrere Sounds aus mehreren Spielen. Ist mir auch schon tatsächlich aufgefallen. Ich habe hier auch Sounds schon wiedererkannt. Aus Assassin's Creed Origins, aus Witcher habe ich ja auch, glaube ich, was erkannt, meine ich. Also aus mehreren Spielen tatsächlich. Nicht nur aus Gothic. Die haben sich da, glaube ich, einfach mal ein bisschen bedient. Aus Zelda habe ich, glaube ich, hier auch was gehört. Entweder hier. Firewood hat auch eigentlich Sounds aus Zelda und Pokémon übernommen. Sounds, die nicht lizenzierbar sind. Hier kommen tatsächlich mehrere Sounds, also wiederholen sich mehrere Sounds. Komm, wir gehen mal da hoch dann. So, einmal kurz eine lila Beere essen. Dann wir uns wieder regenerieren. Ich glaube, da unten ist noch nicht so gut hinzugehen. Machen wir so. So, Holzpfeile nehmen wir mit. Dann nehmen wir auch mit. GG an mich selber. So, und keine Ausdauer mehr. Heiltrank, perfekt.
hier sind wir auch schon Stufe 3. Hä? Ich wollte schon sagen, warum funktioniert meine Taste gerade nicht? Ne? So, aber das nehmen wir mit und nehmen das auch mit, was er hat. Knochen und Rippchen. So, das bauen wir ab. Die Bücher, ich habe da so eine geile Idee, was die Bücher angeht. So, Vorsicht mit der Lieferung. Argon, sei vorsichtig mit dieser neuen Lieferung aus dem Tal. Der Händler sagte, sie sei hochempfindlich. Offenbar explodiert der Sprengstoff, wenn man leichtsinnig damit umgeht. Wer hätte das gedacht? Wie auch immer, ich habe viel Geld dafür bezahlt. Mache hier keine Faxen. Ich kann es mir nicht leisten, noch ein Loch in der Wand zu reparieren. Hi, Sumpfklauze Hacker oder Freddy 2. So, warte mal. Wir haben ja ein bisschen was. Die Bienen sind hinüber. Und ein besseres Beil haben wir bekommen. Beziehungsweise gucken wir mal. Nicht Charakter. Beziehungsweise. Okay, wir brauchen noch ein bisschen. Der macht Schaden 14 und der hier macht Schaden. Ne, der. Unsere Waffe ist besser als das hier. Dann zerlegen wir das mal. Dann haben wir 26 Runen. So, das bauen wir auch ab. Die alten Bücher sammeln wir. Ich habe auf jeden Fall vor, mir irgendwann so eine Art Bibliothek oder Bücherei oder sowas zu bauen. Brauchen wir. Verdammt. Ich glaube, das funzt so nicht. Das, was ich getroffen haben will, trifft er nicht. So, aber jetzt haben wir das. Gibt's hier noch mehr? Nö. Alles weg. So, Stein sammeln wir nochmal. Na, wer ist denn da? Steckst du fest? Gut, dass wir jetzt nicht runtergefallen sind. So, Glühwürmchen nehmen wir auch mit. So, noch mehr lila Beeren. Ah, da ist mein Haus. Verwundert mich immer ein bisschen so, dass da von weitem immer rot leuchtet. Ich will es dir nicht nochmal sagen. Kümmere dich um den Elixierbrunnen. Ich kümmere mich doch nicht drum. Hetzt mich nicht. Was ist mit ihm? Hetzt er mich erstmal. Ich brauche hier mehr Fackeln, damit hier die Hütte auch mal beleuchtet ist. Was brauche ich für die Fackeln nochmal? Lichtquellen. Harz und Stofffetzen. Ja, okay.
was ist denn jetzt die Quest? Der Schmied will eine Werkstatt. So, jetzt haben wir... Ah, wir haben 15 Kohle, okay. Das nehmen wir wieder rüber. Ich habe keinen Platz im Inventar, kann das sein? Ich habe null Platz im Inventar. Okay, warte mal, dann... machen wir so. Jetzt haben wir wieder Platz. Die Erde auch noch hier rein. Das auch noch mit rüber. Ne, Stein brauchen wir gerade noch. Für die Schmiede. So, Schmiede, Metallschrott, Kohle, Stein und Holzscheite. Metallschrott muss ich noch irgendwo organisieren. So, aber dann nehme ich. So. Holzsäure plus 1 unter Kohlebrennofen, was? Holzsäure. Kohle, Holzsäure. Dieses Nebenprodukt des Kohlebrennofens hat nützliche Eigenschaften, sowohl für die Medizin als auch die Alchemie. Und Teer, Holz. Nicht besonders schön, aber nützlich, wenn es darum geht, einen Schutz gegen die Elemente zu errichten. Ah, okay. Einfach mal so ein Nebenprodukt einfach mal dazu herstellen. Warum nicht? So, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal Metallschrott farmen. Hier müsste doch irgendwo noch Metallschrott geben. Ich gehe mal aus, von aus, dass oben noch welches ist. Hier glaube ich ja nicht. Hier, genau. Ne, hier hatten wir schon, verdammt. Wo müsste ich dann jetzt mal suchen? Oder wie komme ich nochmal an Metallschrott? Okay, ich kann da draufhauen, wie ich will, da kommt kein Metallschrott raus. Ich glaube, von dem kriege ich auch nichts in der Richtung. Aber hier, das hier. Irgendwann wird daraus doch auch Metallschrott, oder? Ich glaube, ich muss eben was trinken, damit ich mehr Ausdauer habe. Ich glaube, das wird nichts. Alter, wie viel ist nicht hier? Okay, das war anders geplant. Das ist ja richtig viel zum Abbauen.
Aber die Gegner hatten ja auch Metallschrott. Da gab es hier vielleicht noch etwas zum Abbauen? Jo, tatsächlich. In den Kisten. Man muss hier tatsächlich alles hier abreißen. Man kann nicht nach oben springen, also um schneller voranzukommen. Nee, da kam nichts. Da kam leider nichts bei rum. Kann ich das Ding hier? Die Truhe? Ich hätte gern die Truhe abgebaut gehabt. Ob hier in der Nähe irgendwie noch was ist, ein kleines Lager oder so. So ist besser. Oh, was haben wir hier? Okay. Die sind aber Stufe 3, da will ich mal lieber nicht hin. Da wurde was getötet. Wurde ich hier drin getötet? Blutlingsbeine. Stofffetzen. Geschafft. Miasma-Flüssigkeit. Ich glaube, ich will hier nicht alles einsammeln. Hier muss es doch noch irgendwie was geben mit Metallschrott. Wenn hier schon Zelte sind.
Nee, ist Holz. Ein Holzbrett, verdammt. Warte mal, ist das hier? Ja, das könnte... Metallschrott, perfekt. Das brauchen wir. So, wie viel Metall haben wir jetzt? Metallschrott, wo haben wir das? 11. Wir haben alles. Wir haben alles für die Schmiede. Hier hatten wir die Betten abgebaut, oder? Ja, hier hatten wir sie. So. Lass mal die Schmiede herstellen. Der wird sich freuen. Schmiede! You got a heart of steel, kid. Ist jetzt da komischerweise platziert, aber... Warte mal. Bandagen tausche ich mal kurz. Ja, warte mal, ich mach das mal... Das mal so hin. So, wo ist die Öffnung davon? Da. Kann ich ihn selber auch noch mal umplatzieren? Da brauche ich einen Zauberstab für. So, herstellen. Was kann... Ah, Metallplatten kann ich hier machen. Aus Kohle und Metallschrott. So. Was kann ich dann daraus machen? Kann ich das bei ihm dann herstellen? Was Neues? Neue Schilde. Aufsteigender Kämpferschild. Und Kämpferset. Kämpferhelm. Kämpferbus. Dafür brauche ich Metallplatten. Und Harz, Tierfell. Better to be the hammer. Wie viel Metall brauche ich hier? Zwei Metallschrott. Kann ich auch bessere Waffen dann bei ihm machen? Ein besseres Schwert? Never let the coals die. Also, ich weiß jetzt auch, was ich definitiv hinarbeiten will. Also, besseres Schild, besseres Schwert, bessere Rüstung. Dann kann ich das, was ich bisher jetzt habe, eigentlich wieder zerstören danach. Ich brauche nur sehr viel Metallschrott jetzt. Hier haben wir auch noch was zum Lesen. Krieg. Leuchtenstein ist gefallen. König Gormanda ist tot. Eine Armee von Geisteskranken, widerwärtig und bleich, die kaum ihre Füße über den blutigen Boden heben können.
Sie schleppen sich durch unsere Täler, durch das Miasma, angeführt von der verrückten Wache des Norns, Thorgoth. Ich wusste immer, dass das Elixier nur Misstrauen säen würde. Ich blicke hinauf zu den Warten der Erbauer, hinauf zum Himmel. Es gibt kein Entrinnen. Wir müssen standhalten, Balthasar. Dann haben wir hier auch nochmal Tierfell, 2 Stück, perfekt. So, und überall, wo das blaue Miasma ist, da können wir hin. Wo es rot ist, da ist schon zu gefährlich für uns. Das würde uns dann sofort killen. Autsch. So, warte mal. Jetzt will ich aber einmal kurz zusammenrechnen, wie viel brauche ich von allem für das. Also für Schild brauche ich 5 Metallplatten. Dann hier nochmal 1, also 6. Dann nochmal 3, 9 insgesamt, dann 11. Und dann 13, 14. 14 Metallplatten brauche ich insgesamt. Und sehr viel Harz sehe ich gerade auch von Tierfell. Also brauche ich 8 und... Ja, 28 Metallschrott. Ja, okay. Ich würde aber jetzt eben kurz eine kurze Pause machen und werde dann gleich wieder da. Dann können wir uns gerne auf der Suche nach Metall machen, also Metallschrott.